Hey Leute, heute mal ein kleines Infovideo von der diesjährigen LaveCon, auf der auch mal wieder neue Inhalte zu Elite Dangerous gezeigt wurden. In den veröffentlichten Infos, welche vom 9. Juni 2018 sind, geht es um das Chapter 4 Update für Ende des Jahres. Dieses soll nicht nur die Squadrons in das Spiel einfügen, sondern auch einige neue Inhalte. Fangen wir mit der überarbeiteten Beleuchtung an. Diese soll nun ein noch realistischeres Bild vom Universum liefern und auf den hier zu sehenden Screenshot sieht das alles schon mal richtig gut aus. Aber bitte bedenkt, dass es sich hier bei allen Bildern um welche handelt, die aktuelle Entwicklung zeigen und noch nicht final sind. Da kann sich also immer mal noch das ein oder andere ändern. Zu den Megaschiffen, nicht die der Squadrons, wurde auch etwas gesagt und zwar wird es für diese auch neue Interaktionen geben. Ebenso neue große Waffen sollen den Weg ins Spiel finden, darunter menschliche Waffen, neue Targoiden-Waffen und Guardian-Waffen. Targoiden werden nun auch mal auf den Oberflächen vorbeischauen, um dort den Menschen das Fürchten zu lehren. Dann wurde noch etwas zum Challenger-Schiff gesagt. So soll dieses der Chieftain nochmal in allen Belangen überlegen sein. Es soll agiler sein, mehr Panzerung haben und als ob das noch nicht reicht, soll sie auch noch mehr Waffen tragen können. Das waren aber nur kleine Punkte bzw. wurde darüber nicht mehr preisgegeben. Das wirklich Interessante sind aber die nächsten drei Punkte. Schauen wir uns nun ihre Ideen zum Abbau an. Es werden neue Abbauausrüstungen dazukommen, ebenso wie die Materialien und Mineralien überarbeitet werden, die man aus den Asteroiden erhalten kann. Zusätzlich soll eine Mechanik eingefügt werden, die es erlaubt, dass die Asteroiden Risse bekommen, zerbrechen oder sogar explodieren können. Es kann auch vorkommen, dass dann zusätzlich noch Gas oder andere ätzende Dämpfe aus dem Brocken hervorgehen. Es wird wohl auch besonders kostbare Dinge geben, für die man aber den Asteroiden erstmal geschickt auseinanderbrechen muss, um an dessen Inneres zu kommen. Eine Erdsucherdrohne zeigt einem aber vorher an, ob sich im Inneren etwas Besonderes befindet. Die Drohnen werden ebenso überarbeitet. Kommen wir nun zu den Planetenoberflächen. Es wird davon gesprochen, die Planetenoberflächen der Eisplaneten drastisch zu verändern. Auch diese Bilder, die wir hier sehen, zeigen alle noch keine finalen Ergebnisse. Aber in diese Richtung soll es gehen. Hier sehen wir zum Beispiel einen Eisplaneten und einen zugefrorenen See, inklusive Risse im Eis. Auf einem der Bilder sieht es so aus, als ob die Oberfläche zu bersten beginnt. Auch auf diesen Bildern sieht man die aufgehübschte Beleuchtung. Und zu guter Letzt gibt es neue Infos zum Exploren. Sowohl für Solo-Explorer und auch für welche, die das tatsächlich im Multicrew machen. Es sollen neue Phänomene dem Weltraum hinzugefügt werden. Ebenso andere mysteriöse Dinge, denen man begegnen kann, davon gab es aber nur dieses Bild zu sehen. Zum anderen wird es wohl auch dort neue Interface-Optionen geben, wie man hier sieht. Das sieht nach einem Analyse-Tool aus, welches einen Planetenring scannt und darüber gewisse Informationen preisgibt. Auch wird es das gleiche für Planeten geben, auf denen man direkt aus dem Orbit interessante Areale auf der Oberfläche entdecken kann. Um das zu bewerkstelligen, soll der Detailoberflächenscanner nun Drohnen entsenden können, um diese Informationen zu erhalten. Das waren die wenigen, aber meiner Meinung nach guten und schönen Infos für das Update, welches Ende des Jahres kommen soll. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag.